Ich bin jetzt in meinem zweiten Jahr der Oberstufe, mache dieses Jahr Abitur und habe in noch keiner Präsentation in der Oberstufe weniger als 13 Punkte gehabt. Also ich hatte nirgendwo schlechter als eine 1-. Und deswegen dachte ich mir, oh mein Gott, ich muss ein Video machen und euch zeigen und ein bisschen vielleicht Tipps mit in die Hand geben, wie ich das Ganze gemacht habe und wie ihr das ebenfalls so tun könnt. Denn ganz ehrlich, Präsentationen sind Dinge, die wir alle in unserer Schullaufbahn einmal machen müssen. Nicht nur in der Oberstufe, sondern auch Mittel- und Unterstufe, Grundschule, falls es hier einen Grundschüler anguckt, was ich glaube ich eher nicht denke. Und es ist einfach wichtig, die authentisch und gut rüberzubringen, nicht nur für dich selbst, für deine Note, aber eben auch für die Zuschauer, weil die ja auch aus deinen Vorträgen eigentlich lernen sollten. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Ich lade hier jeden Sonntag ein neues Video hoch zum Thema Schule, Lernen, Organisation und Produktivität und alle anderen Dinge, die was damit zu tun haben. Und ich würde mich sehr freuen, dich hier in der Community begrüßen zu können. Ich habe dieses Video hier angefangen und habe direkt erzählt, warum ich qualifiziert bin, überhaupt dieses Video zu machen. Und das hat die meisten wahrscheinlich dazu bewegt, am Video dran zu bleiben. Und falls ihr meine Videos kennt, habt ihr vielleicht schon bemerkt, dass ich immer versuche, einen spannenden Einstieg zu machen. Das heißt, ich fange nicht mehr an zu sagen, herzlich willkommen zu diesem Vortrag, wie geht's, bla bla bla, weil das muss keiner hören, das möchte keiner hören, das ist unnötig. Deswegen braucht ihr einen guten Start in die Präsentation und in den Vortrag. Ich fange gerne mit einem Zitat, was eben relevant ist für den Vortrag. Man kann auch mit einer rhetorischen Frage anfangen oder mit einer generell eine Frage, die man ins Publikum stellt. Einfach eine Sache, wo man zuhören möchte. Und am besten nicht sowas wie, heute möchte ich euch etwas vorstellen über bla bla bla. Es ist einfach nicht so interessant. Und dann ist man schon eher geneigt dazu, mal wegzuhören und nicht unbedingt an dem Thema Interesse zu haben. Zweitens, was mir auch immer noch am schwersten fällt von allen Punkten, ist es, langsam und deutlich zu reden. Keiner hört euch zu, wenn ihr durchrusht durch das Thema und mega schnell redet und vor allem auch undeutlich redet. Und ich persönlich kann das so gut nachvollziehen, weil ich bin eine Person, ich rede schnell und undeutlich. Beziehungsweise ich rede undeutlich, weil ich schnell rede und deswegen Silben verschlucke. Das habe ich heute immer noch. Mein Haar ist unter dem Mund. Das habe ich heute immer noch. Und falls ich Kritik bekomme bei Vorträgen, ist es eigentlich immer, du redest zu schnell und du redest zu schnell, dass es nicht mehr verständlich ist. Und das ist bei mir teilweise immer noch. Weswegen ich mich auch bei Videos immer wieder erinnern muss, Lara, Ruhe, alles gut, dir wird noch weiterhin zugehört, du kannst auch langsamer reden, weil auch das ist besser für die Zuschauer und für die Zuhörer, dem Ganzen zu folgen. Sie bleiben auch eher dabei, wenn du das Ganze verständlich und ruhig rüberbringst und das nicht so durchhetzt, wie ich teilweise immer noch meine Videos mache. Drittens, versuch mal die Zuschauer mit einzubinden. Ich sage die ganze Zeit Zuschauer, es könnten ja auch die Zuhörer einfach sein. Ich mache es immer so, dass ich gerne Diskussionsfragen einbinde. Wir haben teilweise in unserer Schule auch ganze Schülerunterrichtsstunden, das heißt, es sind nicht nur Präsentationen, sondern ganze Unterrichtsstunden, wo wir dann auch den Schülern Aufgaben geben sollen. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, versuche ich immer noch die Zuschauer und Zuhörer mit einzubinden, indem ich zum Beispiel sage, was denkt ihr denn zu dem gerade eben genannten? Oder wie findet ihr jetzt das? Das wollen nicht alle Lehrer. Fragt am besten die Lehrer einfach vorher, weil es ja natürlich auch sehr subjektiv ist, was die Lehrer jetzt erwarten für den Vortrag. Ich persönlich finde es als Zuhörer auch gut, wenn man eben dazu geneigt ist, mal wegzuhören und wenn dann direkt wieder eine Frage an dich gestellt wird, bist du auch eher aufmerksam dabei. Und wenn du sogar weißt, okay, nachher kommt eine Frage, dann höre ich mal eher zu und denke auch mit. Ich habe auch gemerkt, dass die meisten Lehrer es gut finden, wenn man das eben so macht, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die Zuschauer und Zuhörer, oh Gott, ich will mich auf irgendeinen Namen einigen, die Zuhörer dann eben auch dabei sein müssen, kognitiv und zuhören müssen, was die Lehrer meistens präferieren und gut finden. Ich habe eine Lehrerin, sie mag es nicht, wenn wir Karteikarten benutzen. Und ich hatte einen 90-Minuten-Vortrag bei ihr ohne Karteikarten. Und ich habe es geschafft und ich habe 14 Punkte bekommen. Eine 1 ist das in der Glatte 1. Und ich kann euch sagen, es war einer der besten Vorträge meines Lebens, weil ich davor die Angst hatte, ich habe Angst, was zu vergessen, Fragen kommen, ich habe keine Karteikarten, weswegen ich mir das Thema sehr gut angeeignet habe. Das heißt, ich habe sehr viel recherchiert, ich habe Dinge aufgearbeitet, die ich nicht verstanden habe. Ich wusste alles, ich habe es verstanden. Und deswegen konnte ich den Vortrag so gut und souverän halten. Mein Punkt ist hierbei, ihr müsst nicht ohne Karteikarten auf die Bühne gehen, aber versteht das Thema. Setzt euch damit auseinander und habt dafür eine Passion, das heißt, ihr wisst wirklich, worum es geht. Auch meine Haare immer. Weil dann wirkt ihr viel selbstbewusster und kommt auch so besser rüber. Und vor allem der Lehrer denkt sich so,
Die macht er alles ohne Karteikarten oder ohne darauf zu gucken. Ist ja voll gut. Und ihr wirkt auch wirklich souveräner, weil das alles hier aus dem Kopf wisst. Und ihr könnt noch Hintergrundinformationen erzählen, weil ihr alles verstanden habt. Ihr könnt Fragen beantworten. Es ist wirklich sinnvoll. Dann musst du auch ganz doll auf die Formalien achten, also auf die formalen Aspekte. Das ist jetzt natürlich die Quellen am Ende. Mach nicht einfach nur einen Link von Wikipedia rein. Suche wirklich richtige Quellen raus. Schreib das Datum rauf, wann du sie das letzte Mal aufgerufen hast. Mach am Anfang eine schöne Folie, eine Anleitungsfolie mit einer Relevanz für das Thema. Mach eine Gliederung, einfach, dass die Formalien stimmen. Aber das sind relativ einfache Sachen und normale Sachen, die eigentlich jeder wissen sollte, beziehungsweise die eigentlich jeder Lehrer, denke ich mal, in der Schule den Schülern mitgegeben haben sollte. Frage nach Fragen am Ende. Und dann sind wir auch schon wieder bei dem vorletzten Punkt, dass es ja auch darum geht, das ganze Thema verstanden zu haben. Wenn du es nicht verstanden hast, kannst du auch nach Fragen bitten, nach Fragen fragen und Fragen erbitten. Und dann wirkt das Ganze nochmal viel besser, weil du am Ende nochmal die Zuschauer mit einbindest, generell Fragen nochmal klären kannst. So machen wir es. Wenn du den Vortrag nicht alleine machst, sondern mit einer anderen Person zusammen oder mit mehreren Personen zusammen, dann versucht am besten, das Ganze dynamisch wirken zu lassen. Ich habe schon Vorträge gehört, wo eine Person 6 Folien hatte und dann eine andere Person eine Folie und dann die nächste Person 5 Folien. Es sollte ausgeglichen sein. Ich mag es am liebsten, wenn man das zu zweit macht, dann kann man sich immer abwechseln. Das heißt, ich mache ein Thema, du machst ein Thema, ich mache wieder ein Thema, du machst wieder ein Thema. Dass es halt immer so ein Wechsel ist, finde ich immer am besten. Finden auch meiner Erfahrung nach die Lehrer so am besten. Es gibt auch Vorträge, da machen es die Leute so, dass die eine Person die erste Hälfte macht, die andere Person die zweite Hälfte. Finde ich schwierig zuzuhören, weil man irgendwie immer denkt, okay, man kommt in die andere Person, dann ist wieder die gleiche Person und so. Deswegen, ich finde diesen dynamischen Wechsel einfach persönlich besser und ich habe auch gemerkt, dass die Lehrer es so am besten finden. Ich würde auch generell darauf achten, dass ihr alle den gleichen Sprachanteil habt. Das heißt, dass ihr ungefähr gleich viel redet, weil ich habe tatsächlich mal Punktabzug bekommen, beziehungsweise, weil es war tatsächlich immer so, dass eine Klassenkameradin und ich einen Vortrag zusammen gemacht haben und sie hat viel weniger als ich gesagt. Das war aber auch, weil das war eine Unterrichtsstunde, das heißt, wir mussten auch Aufgaben geben und ich war dann immer die Person, die die Initiative ergriffen hat und meinte, ja okay, was habt ihr da jetzt raus, damit wir es jetzt vergleichen und so, und sie war eher ein bisschen zurückhaltender, was sie eben von der Person her einfach ist, ist ja auch vollkommen okay und deswegen hat sie dann einen Punkt weniger bekommen als ich, weil sie eben ja nicht so proaktiv war und wir so einen Unterschied hatten zwischen unseren Redeanteilen. Deswegen versucht wirklich gleich auch zu reden, weil ich schon oft bekommen habe, dass auch die Person, die weniger gesagt hat, dann viel schlechtere Punktzahlen bekommen hat, was mega schade ist, wenn es nur daran lag. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, was zu kommentieren und meinen Kanal zu abonnieren, falls euch das Video gefallen hat. Ich rede wieder so schnell gerade, oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und hoffe auch, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss! Hier, ich mache jetzt mal ein gutes Thumbnail. Whatever.